Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, unser Blog, der die kleinen und großen Meisterwerke in unserem Italien-Abschnitt, der hoffentlich nächstes Jahr fertig wird, dokumentiert. Und neben mir sitzt Manu. Manu Moin. Hat das Begrünungsteam verstärkt. Das Begrünungsteam war eigentlich ziemlich klein, aber bei den wahnsinnig vielen Sachen, die wir hier in, vor allem in Südtirol, wo wir gerade sitzen, begrünen müssen, hat er sozusagen schon an der Amalfiküste seinen Auszubildendenschein gemacht und ist jetzt sozusagen in die Meisterklasse aufgestiegen. Also ich bin ganz gespannt, er ist für mich auch wirklich so, er hat ja vorher als Tischler gearbeitet, wird er auch danach wieder arbeiten. Jetzt wird es ganz fein mit dem Begrünen und hier hinten, das ist Südtirol, ein Teil davon. Wie hoch ist der Berg? Ja, so knapp 2000 Meter. 2000 Meter, das heißt, wir, die immer gut an der Schule aufgepasst haben, wir sind also schon über der Baumgrenze da oben. Und da wird es wirklich komplex, denn Bäume schaffen so eine richtig schöne Dreidimensionalität und die verliert es da oben. Du hattest doch irgendwo ein Bild. Hier. Ja, genau. Da sieht man das zum Beispiel ganz gut. Es ist eigentlich ja nur noch Berg und Grün. Und das ist die Herausforderung, die Farbe dann richtig zu wählen, weil wir versuchen hier auf ein Spread von 1000 auf 2000 Metern auf 1,5 Meter darzustellen. Der Besucher steht da unten und muss das letztendlich sozusagen sehen. Wie schafft ihr das, dass da oben sozusagen auch wirklich so aussieht, als wenn es weit weg ist? Also in erster Linie schaffen wir das natürlich durch den Farbverlauf, indem wir unten mit einem satten Grün anfangen und oben immer heller werden. Und der zweite wichtige Punkt ist auch einfach die Baumgrenze, wo man einfach ausmachen kann, dass ab da das Hochgebirge losgeht. Wo ist die ungefähr? Ja, so überhalb von dem Dorf. Okay, das heißt, ihr habt euch also im Vorwege festgelegt, welche Farben ihr nehmt? Also wir können das nochmal korrigieren, notfalls, wobei wir vorher uns alle ein Bild im Kopf festlegen, nachdem wir dann auch arbeiten, beziehungsweise auch nach Fotos arbeiten. Und versuchen das natürlich so zu machen, dass wir nichts mehr korrigieren müssen. Und wie oft in der Amalfiküste korrigiert? Ja, so ein, zwei Mal. Okay, ich bin ganz gespannt. Wir werden das begleiten. Wird ein ganz spannender Moment. Der Berg darf jetzt hier, dürfen wir noch sitzen, aber wenn da natürlich grün drauf ist, nicht mehr. Das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen richtig schön saftig grün, weil wir sind hier wirklich in einem regenreichen Gebiet und nicht wie der Amalfiküste, wo es sehr trocken ist. Und diesen Unterschied halt hinterher zu sehen, das wird deine Herausforderung. Ich bin gespannt, ja, wie es wird. Anfangen tun wir mit einer nackten Holzplatte, so wie das bei uns in der Anlage ja am Anfang auch aussieht. Und das Ganze werden wir jetzt erstmal sanden. Dazu nehmen wir uns einen breiten Pinsel und tragen das Ganze auf die Holzplatte auf. So, nachdem wir das Ganze jetzt schön eingetupft haben, nehmen wir unseren Sand. Wichtig ist, den Sand gleichmäßig drauf zu verteilen. So, nachdem wir das Ganze jetzt 6 Stunden haben trocknen lassen, saugen wir das jetzt mal kurz ab. Um der ganzen Sache jetzt noch ein bisschen mehr Leben zu verleihen, würde ich sagen, dass wir uns da jetzt mal kurz einen Weg drauf granieren. Wir haben jetzt hier mal 4 verschiedene Farben. Das ist einmal Altgold, Spätherbst, sagen wir dazu. Dann haben wir Sommer, was recht saftiges, dunkles Grün. Dann geht es weiter mit Frühherbst, was ungefähr so die Farbe von getrocknetem Heu hat, sage ich mal. Und dann haben wir noch einen Frühling. Das Ganze ist ein recht helles, kräftiges Grün. So, der nächste Schritt wird sein, dass wir mit den kurzen Gräsern auf unserer Musterplatte anfangen. Bevor wir das machen, würde ich euch jetzt auch mal noch kurz unser Begrünungsgerät erklären. Es funktioniert so, dass wir auf einer Seite unser Begrünungsgerät selbst haben mit den Töpfen, wo wir unsere Gräser reinfüllen. Das Ganze wird hier vorne einfach draufgeschraubt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt in dem Fall einfach eine Drahtmatte, die wir unter den Bereich legen, wo wir begrünen wollen. Auf unserer Anlage haben wir das Glück, dass wir viele Berge haben und unter unseren Bergen, wie ihr schon ein paar Mal gesehen habt, ist überall Fliegengitter drunter. Funktionieren tut es dann folgendermaßen, dass die Gräser auf der einen Seite positiv aufgeladen werden, auf der anderen Seite ist unser Minuspol, was dazu führt, dass, wenn ich das Ganze zusammenführe, ein Stromkreis entsteht. Die Gräser werden automatisch zu dem Minuspol hingezogen, was auch dazu führt, dass die Gräser nachher auch wirklich stehen. Dazu haben wir einmal normalen Weißleim. Zum anderen haben wir Weißleim, in den wir schon mal Flockenmaterial reingestreut haben. Das Ganze dient dazu, dass wir schon mal ein bisschen mehr Struktur in die ganze Fläche kriegen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Geröll.
Und zum anderen habe ich hier noch Blütenmaterial vorbereitet, so den Effekt von einer Blumenwiese gibt. Als allererstes nehmen wir unseren Weißleim, was wir dem Ganzen schon mal vorgeben, indem wir den Leim drauf tupfen. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich auch mal an einem Punkt einfach eine Fläche mache und das Ganze dann nach außen hin mit bisschen weniger Leim einfach auslaufen lasse, dass das Ganze so ein bisschen gefranst außenrum ausschaut. Wenn wir unseren Weißleim überall da drauf haben, wo wir ihn haben wollen, nehmen wir unseren Weißleim mit den Flocken drin und setzen da einfach nochmal bereichsweise Akzente. Man kann das auch ganz schön zum Beispiel an Wegrändern lang machen. Als nächstes haben wir unser Geröll. Machen wir jetzt auf der einen Seite Geröll und auf der anderen Seite, um das auch nochmal zu zeigen, hier so eine kleine Blumenwiese. Dann nehmen wir unser Begrünungsgerät. So, wir fangen jetzt mal mit unserem Frühling an. Wichtig dabei ist, dass wir auch jetzt nicht mit einer Farbe über die komplette Fläche gehen, weil wir natürlich, wie wir schon gesagt haben, einen Farbverlauf reinkriegen wollen. Wie man jetzt an dem Knistern schon ganz gut hören kann, ist, dass es alles hier wirklich unter Strom steht. Ganz am Schluss gehe ich jetzt nochmal mit unserer Sommerfarbe drüber. Das sieht auf unserer Musterplatte natürlich ganz leicht aus, aber auf unserer Anlage im Hochgebirge ist das sehr viel schwieriger. Nun sind schon wieder ein paar Wochen vorbei. Ich bin immer total ungeduldig. Für mich kann es nicht schnell genug gehen. Jetzt ist alles begrünt. Man sieht irgendwie, die Grundlage ist gelegt, aber es bleibt ja nicht dabei. Was kommt als nächstes? Ja genau, man sieht jetzt, wenn man drauf schaut, dass wir jetzt mit dem ersten Schritt eigentlich komplett durch sind. Das sind die kurzen Gräser. Im Moment schaut das alles noch ein bisschen einheitlich aus, wie du gerade auch schon gesagt hast. Aber der nächste Schritt wird jetzt sein, eben mit langen Gräsern da drauf zu gehen, wo wir dann einfach nochmal farblich ein bisschen spielen können, um diesen Einheitsbrei, den man jetzt noch sieht, um den so ein bisschen verschwimmen zu lassen. Frederik kommt vorbei und meckert erstmal, der sieht aber irgendwie ganz langweilig aus. Und dann eine Woche später sieht das so wahnsinnig liebevoll und lebendig aus. Mir fehlt dieser Blick fürs Ganze im Vorwege, den hast du total drauf, ne? Ja, das ist auch wichtig, dass man vorher einfach so ein Gesamtbild im Kopf hat, dass man auch wirklich sieht, wo ich mit welchen Farben ansetze. Wir müssen natürlich auch darauf achten, von wo kommt die Sonne, wo wirft die Sonne ihren Schatten. Da kommen dann natürlich saftige Gräser hin. Die Sonne kommt jetzt quasi hinter meinem Rücken. Ich habe mir sagen lassen, du willst unbedingt, dass ich mal begrüne. Ich habe noch nie begrünt. Ja, dann wird es ja mal Zeit. Dieses schöne kleine Dorf. Genau, wir fangen jetzt hier mal auf der Fläche an. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet und das ist ganz gut zum Warmwerden, glaube ich. Wisst ihr was? Ich habe hier so eine schöne GoPro aufsitzen, weil wir das in einem wunderschönen Zeitraffer machen, damit das richtig großartig für euch aussieht. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Damit ihr nicht merkt, wie lange ich dafür brauche. Also auf die Plätze, fertig, los. Gut. So, das war jetzt schnell begrünen, zumindest aus der Sicht von euch. Bin gespannt, wie das aussieht. Sieht sehr unterschiedlich aus. Ja, kann was werden. Aber wie gesagt, es sagt gar nichts, weil jetzt kommen die Gräser noch drauf, jetzt kommen die Büsche und die Bäume drauf und ich bin gespannt, wie es dann aussieht. So, nachdem wir unsere Platte jetzt wieder gründlich abgesaugt haben, kommen wir zum nächsten Schritt und zwar die langen Gräser. Bei kurzen Gräsern sprechen wir von 2 mm Flockenlänge. Bei langen Gräsern sind wir bei 4 bis 6 mm. Im Gegensatz zu unseren kurzen Gräsern, wo wir ja mit Pinsel und Becher gearbeitet haben,
benutzen wir jetzt für die langen Gräser nur noch eine Leinpipette. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja jetzt auch keine Flächen mehr machen wollen, sondern wirklich nur einzelne Akzente setzen wollen. Jetzt bekommen wir schon mal einen ersten Eindruck davon, wie das Ganze dann zum Schluss ausschaut und wie wir jetzt noch mal hier mit unseren langen Gräsern drüber gegangen sind. Jetzt kann man schon ganz gut erkennen, wie sich die langen Gräser jetzt von den kurzen Sachen abheben und einfach nochmal so eine Unterbrechung fürs Auge geben. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, Büsche und Bäume. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier auch wieder verschiedene Farbtöne. Wir haben auch teilweise fertige Büsche und hier noch so ein bisschen Material, mit dem wir ein bisschen spielen können. So, funktionieren tut das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns unsere Büsche, zwirbeln die unten zusammen. Wir können auch einfach zwei übereinander legen. So, das Ganze schaut ja jetzt schon recht nach Busch aus, aber es wird jetzt noch ungefähr ein, zwei Tage dauern und dann wird sich dieser zusammengezwirbelte Busch noch mal ein bisschen aufdrehen, was dazu führt, dass das Ganze einfach noch ein bisschen buschiger werden wird. So, jetzt stehen wir hier, haben unsere Fotos dabei. Wie wir auch hier schon ganz schön sehen können, ist das Ganze ziemlich dicht bewachsen. Und wir werden das Ganze so aufteilen, dass wir ca. 2/3 Nadelwald und 1/3 Laubwald haben. So, hier bekommt ihr jetzt auch mal einen Eindruck davon, was für Massen wir hier an Bäumen überhaupt verarbeiten. Das Ganze haben wir hier aufgeteilt in Obstbäume, Laubbäume, Nadelbäume, unterteilt in Kiefern, Tannen, Fichten, alles was so dazugehört. Dass ihr jetzt auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was für Massen an Bäumen wir hier überhaupt verarbeiten, würde ich sagen, wir schauen mal in so eine Schachtel rein. Weil hier außen ja so schön einzelne Bäume draufkleben, täuscht es drüber weg, dass hier in einer Kiste doch ca. 400 Bäume sind. So, nachdem wir jetzt unsere Büsche gesetzt haben, würde ich sagen, wir setzen jetzt hier mal noch ein paar Bäume drauf, um das Ganze abzuschließen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei Hochstammfichten, was man ganz gut erkennen kann. Die hier ist richtig schön buschig mit einzelnen Ästen, mit einzelnen Nadeln dran. Und um da mal eine Zahl zu nennen, sind wir bei einer Tanne ungefähr bei 20 Euro. Und genau das Gleiche haben wir hier natürlich auch bei unseren normalen Tannen, wie man schon ganz schön sehen kann. Das hier ist die teure Variante, die einfach richtig schön buschig und weich und dicht bewachsen und auch in einem schönen natürlichen Farbton ist. So, nachdem ich euch jetzt Schritt für Schritt erklärt habe, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, dass wir morgen mal hinter auf die Anlage gehen und dann auch wirklich loslegen.
Heute setzen wir endgültig unsere Brücke ein, die die Verbindung zur restlichen Anlage darstellt. Und die das ganze Bild hier nochmal komplett macht. So, ich habe mal den Sönke geschnappt, unser alter Begrünungshase, weil er schon wirklich seit Jahren die Begrünung im Wunderland macht. Aber das war so viel hier zu begrünen, deswegen hast du Manu dazu geholt. Also ich finde hier, das ist nicht stimmig. Diese Ecke hier, die Begrünung, die gefällt mir nicht so gut. Farblich oder so, ich kann das nicht so richtig sagen. Bist du mit dieser Ecke hier glücklich? Ich finde die traumhaft. Also sie lebt, ne? Wir haben hier so einen kleinen Bolzplatz extra gezeigt. Wir wollen ja nicht dieses satte Grün haben, sondern auch mal zeigen, da wo getobt und gespielt wird, ist halt viel Dreck und Erde. Du findest diese Ecke richtig gut? Ich finde sie traumhaft. Nur diese ganz blassen Figuren, die gefallen mir nicht so schick. Da wir ja in Italien sind. Die Begrünung habe ich gemacht. Die hast du, oder? Ja. Dann, passt das okay, ja. Dann tausche ich dich und Manu aus. Ne? Nee. Also ich hätte es nie so gut hingekriegt, wenn Manu es mir nicht so toll erklärt hätte. So ihr Lieben, ich sitze mitten in Südtirol, genieße den Ausblick, es ist herrliches Wetter und das kann es nur im Miniaturwunderland geben. Es ist einfach traumhaft, immer 22 Grad. Aber ich muss ehrlich sagen, es sieht so echt aus, Manu. Es ist echt toll, was ihr hier gemacht habt. Dankeschön. Ich fühle mich ganz gut damit. Also wir sind alle mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es war am Anfang auch nicht so ganz klar, ob wir den Weg dahin schaffen, aber ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Ich muss ehrlich sagen, dass ihr schneller wart, als ich nach dem letzten Besuch gedacht habe. Ich dachte, meine Güte, du bist so ehrgeizig und hast so das Gefühl, ihr powert durch. Und ihr habt schon gedacht, alter Schwede, so einen riesengroßen Abschnitt zu begrünen, das geht nicht in der Geschwindigkeit, wie du das vorhattest. Aber ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich hier vorbeigekommen bin, es ist wahnsinnig, in welcher Geschwindigkeit ihr das gemacht habt. Dankeschön. Ja, für dich ging das wohl recht schnell. Ich muss sagen, dass ich mich doch ganz schön verschätzt habe, was den Arbeitsaufwand angeht. Ich dachte mir eigentlich, dass wir noch 2-3 Wochen weniger brauchen, aber es ist einfach doch sehr viel Arbeit, was hier drin steckt. Was war das Schwierigste für dich? Das Schwierigste war erstmal, mich da reinzudenken und auch dieses geradlinige Arbeiten abzustellen, wo mich Sönke immer wieder ermahnt hatte. Als Tischler ist man einfach gewohnt, irgendwo in Reihe oder im Winkel geradlinig zu bauen, was ich hier einfach jetzt abstellen musste. Musstet ihr es korrigieren? Weil ich finde, es ist echt toll geworden. Also wir hatten schon teilweise Abschnitte, die wir dann auch nochmal korrigiert haben. Also sprich, einfach nochmal einzelne Bäume nachgesetzt haben. Man hat ja auch immer das Problem, wenn ich hier stehe und am Bohren bin und Bäume setze, ich habe gar nicht so ein Bild davon. Ich muss immer mal wieder auch weiter weggehen, muss mir das von Weitem anschauen, dass ich da überhaupt mal so einen Blick dafür habe. Kannst du sagen, da habe ich angefangen und da habe ich aufgehört? Und merkt man einen Unterschied zwischen den beiden Ecken? Ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob es der Zuschauer jetzt auch sieht, aber ich habe da hinten in der Ecke angefangen und habe mich hier rüberwärts gearbeitet und ich finde doch, dass ein Unterschied erkennbar ist. Also ich finde, es ist großartig geworden, ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr seht das genauso und habt einen schönen Einblick bekommen, wie das Begrünen hier in Südtirol stattgefunden hat. Für mich wirklich ein kleines Meisterwerk. Macht's gut, ich hoffe, ihr kommt zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Bella Italia.